Also noch Urlaub bis Januar. Und dann geht's los. Freddy, du hast nicht als Trainer gearbeitet. Du bist nach deiner aktiven Spielerkarriere selber im Managementbereich gewesen. Kannst du dir Jürgen Klopp in der Funktion vorstellen? Findest du, das ist ein Match sozusagen, Red Bull und Jürgen Klopp? Es ist ein sehr guter Schachzug und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil wenn man auch seinen Lebensabschnitt jetzt auch sieht, der hat sich sicherlich viel Gedanken gemacht oder einige Gedanken gemacht, was ist so der nächste Schritt vielleicht, was möchte ich denn machen? Ne? Erstmal will er Urlaub machen, das hat er selber gesagt, ne? Und ich glaube, das braucht er auch nach dieser langen Zeit. Und jetzt natürlich auf einer anderen Ebene zu arbeiten, wo du den Kalender vielleicht auch ein bisschen selber bestimmen kannst, nicht unbedingt an der Seitenlinie, er ist ja nicht operativ tätig jetzt mit einer Mannschaft, sondern mit mehreren Mannschaften, mit einem Konstrukt, das jeder kennt von Red Bull, mit vielen, vielen Vereinen, ist es, glaube ich, mit seiner Erfahrung, das hat er ja selber gerade gesagt, er möchte dazulernen, selber noch dazulernen, wie das auf dieser Ebene ist, und er möchte seine Erfahrungen teilen und möchte natürlich auch wie ein Mentor den Verein unterstützen und vor allem die Offiziellen unterstützen, Manager genauso wie Trainer. Und ich glaube, da ist er der perfekte Mann dafür. Wie stellst du dir, Stefan, seinen Arbeitsalltag in Zukunft vor? Geht er dann mit dem Anzug und der Aktentasche morgens in Salzburg ins Büro und wird dort Konzepte vorstellen? Oder wie wird das sein? Was glaubst du, was ist das? Was ist er für Red Bull? Ist er das Gesicht? Ist er ein Botschafter, ein Mentor? Was glaubst du, wie wird das sein? Ich glaube, das geht eher in die Richtung, den Mentor zu sein. Mit einem Aktenkoffer und Anzug ins Büro zu gehen, das ist nicht Jürgen Klopp, definitiv nicht. Aber ich glaube, die Worte sprechen für sich, die er genannt hat. Diese Vorfreude und diese perfekte Möglichkeit für ihn, eben etwas voranzutreiben in diesem Imperium Red Bull. Eine riesen Vorfreude ist bei ihm da und ich glaube, das ist für mich ein perfektes Match und ja, wünsche ihm da alles Gute. Ich weiß, dass es auch Stimmen gibt, die ein bisschen in die andere Richtung gehen, aber wenn man das sieht, was er gemacht hat, fast über 25 Jahre als Trainer, eben in diesem 3-Tage-Rhythmus ein Spiel zu haben, da verabschiedet er sich von, er wird das distanzierter machen mit Sicherheit und wird die Welt dann auch bereisen. Ja, für RB natürlich ein Riesengewinn. Markus, es gibt ja im deutschen Fußball kaum einen größeren Sympathieträger als Jürgen Klopp. Ist das ein Risiko für ihn, das zu machen? Weil manche sagen ja, sie verstehen jetzt die Welt nicht mehr. Er hätte die Werte des traditionellen Fußballs und so weiter verraten. Verstehst du das, dass manche so denken? Und wie wird das in seine Entscheidungsfindung irgendwie Einfluss gefunden haben? Ich glaube, wir sollten ein bisschen Toleranz mal üben. Jürgen Klopp hat jetzt 9 Jahre lang in Liverpool einen Job gemacht, den können wir uns gar nicht vorstellen. Trainer in England zu sein, in einem Club wie Liverpool, da lebst du permanent auf der Überholspur. Dass er jetzt etwas zurücktritt, sein Sabbatical, das er machen wollte, ja. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, okay, sein nächster Schritt ist Real Madrid, ist Barcelona, ist die deutsche Nationalmannschaft, vielleicht sogar der FC Bayern München irgendwo. Nur, man muss es akzeptieren, dass er sagt, nein. Jürgen Klopp hat mal vor langer Zeit gesagt, er wird nicht im Rentenalter irgendwo auf der Bank sitzen noch. Das macht er jetzt. Und für Red Bull ist es eine unglaubliche gute Entscheidung, denn der Mann wird diesem Unternehmen oder dieser Dose wird er Sympathiepunkte bringen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und er bringt das, was er an Erfahrung hat, irgendwo weiter. Und es ist so dieses Mittelding zwischen: Ich bin ganz vorne an vorderster Front oder ich coache jetzt alle diese Leute oder diese Clubs, die von mir noch profitieren können. Wie siehst du das dann, diese doch sehr unterschiedlichen Meinungen über diesen Schritt von Jürgen Klopp? Ja, zumindest muss ich erst mal als Erstes sagen, ich bin überrascht, glaube ich, wie so viele, diesen Mittwoch, als die Nachricht aufkam. Ich war da gerade in Herzogenaurach bei der Nationalmannschaft. Ja. Ich habe im ersten Moment tatsächlich auch fast an einen Aprilscherz geglaubt, weil einfach Jürgen Klopp bisher nicht diesen Eindruck erweckt hat, sofort wiederzukommen. Das Wort Sabbatical ist schon mal gefallen. Vor wenigen Wochen war ich in Mainz beim Bundesligaspiel, wo er sehr stimmungsvoll begrüßt worden ist. Es gab Fangesänge auf ihn und jeder hat eigentlich gedacht, diese Auszeit dauert länger.
dass das jetzt so schnell geht und dann natürlich bei vielen Fans, die noch etwas nostalgischen Ansatz hinterherhängen, ausgerechnet Red Bull. Dabei muss man ja auch nochmal sehen, auch der FC Liverpool ist zwar ein Traditionsverein, aber ein fremdfinanziertes Gebilde, wie alle Vereine in England, ja, mit Fremdkapital arbeiten. Und Jürgen Klopp hat sich ja nie als der Traditionalist hingestellt. Er ist von uns Medien als der gemacht worden, der eben in Mainz, in Dortmund und dann in Liverpool bei diesen großen Traditionsverein mit Fanbasis arbeitet. Dass er jetzt diesen anderen Schritt macht, wenn man ein bisschen näher hinterguckt, wie er das auch begründet, ist es nachvollziehbar. Aber der Zeitpunkt nochmal ist, glaube ich, für alle sehr, sehr überraschend gewesen. Stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich eine Gratwanderung, auf die er sich einlässt. Also aus welchen Gründen auch immer dieses Red Bull-Konstrukt erfährt er in Deutschland eine Ablehnung wie kein anderes. Ja, hat Max Eberl auch erlebt. Ne? Dann werden genau, Aussagen von früher rausgezogen. Fremdfinanziertes Gebilde. Wir haben VfL Wolfsburg, den gibt es irgendwie seit 1997 in dieser Konstruktion. Bayer Leverkusen gibt es auch eben sehr, sehr lange schon. Da gibt es ja überhaupt keine Zweifel mehr, ob die berechtigt sind. Ich meine, Dietmar Hopp hat dann TSG Hoffenheim geschaffen, einen Dorfclub in die Bundesliga gehievt. Auch das ist eigentlich allseits akzeptiert, aber gegen RB Leipzig gibt es ja bis heute Vorbehalte. Also in Frankfurt, wo ich lebe, ihr habt bis heute das Logo von RB Leipzig an den Ankündigungsplakaten, Freddy weiß es, er wird nicht abgedruckt, wird auf der Homepage nicht ausgespielt. Also es gibt im Verein, in vielen Vereinen auch eine tief gelebte Abneigung, auch in anderen Traditionsvereinen. Und natürlich ist Jürgen Klopp jetzt bei einem Verein oder insgesamt bei einem Konstrukt tätig, was in der Fanszene oder allgemein, ich sage bei diesen Fußballromantikern, nicht akzeptiert oder auch nicht gutiert wird. Und natürlich schadet das auch ein Stück weit erstmal seiner eigenen Reputation, gegen die er ankämpfen und anarbeiten muss.